ist es vor allem das Schreiben. Also ich schreibe vor allem Theatertexte, aber auch Lyrik. Und auch Performance. Wobei ich glaube, und auch Videospielen. Das heißt, ich bin sowohl theoretisch im Bereich der digitalen Spiele tätig, in quasi wissenschaftlichen Arbeiten, als auch praktisch. Genau, und Theater mache ich auch. Und Performance. Ja, das sind wahrscheinlich so. Ich mache eigentlich auch Musik. Also ich mache eigentlich sehr viele Sachen. Mich interessiert daran quasi ein neuer Umgang mit Räumlichkeit. Und auch eine Frage von Einer Abrufbarkeit, und auch noch, ich glaube, www.badestyle.com oder auf jeden Fall WordPress. Das Werk ist im Vergleich zu zum Beispiel Theater, das mit Liveness im Moment passiert. Genau, und generell finde ich auch das Digitale einfach von der Zugänglichkeit zum Beispiel reizbar, dass Barrierefreiheit zum Beispiel leichter implementiert werden kann. Wir betrachten es unter ganz verschiedenen Blickwinkeln, widmen uns dem Thema aus einem Funpark heraus. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es wird verschiedene Installationen und Räume geben und verschiedene kleine Happenings an diesen Orten.